Ladies and gentlemen, my fellow global leaders, a clock ticks down remorselessly. A flammende, a flamboyante Rede hat er gehabt, der mit der Frisur. Der englische Premier, der frühere englische Premier. Zur Eröffnung vom Klimagipfels Glasgow. Dramatisch hat der Clock ticks down remorselessly, that will end your life as we know it. Hat er den Weltuntergang, den ich traut, mit dem James Bond Film verglichen, der Boris Johnson. But the tragedy is, this is not a movie. Sie geben die Wahrheit, der mit der Bombe, die tickt. Nicht Kino, darum müssen jetzt eben die Global Leaders die Welt retten, statt dem Agent 007. Seht, steigt in einen Privatjet und düsen davon. Sorry, aber die Global Leaders sind Löhne und schau ich hin. Allen voran der Johnson selber, der hat ja, als er zuerst mal antreten zu London, hat er versprochen, wenn ihr mich wählt, bekommt eure Frau größere Brüste und ihr habt bessere Chancen auf einen BMW. Hat er versprochen, voting for me will cause your wife to have bigger breasts and will increase your chances of owning a BMW. Und was hat rausgeschaut? Der Brustumfang von der meisten hat abgenommen, weil sie den Läden nicht mehr zu fressen hat und die Regale leer sind. Und der neue BMW ist in einem Container der Brexit-Grenze geblieben. Pang. Glöhn und Lugi Hüng, sind das? 400 private Flüge von so Global Leaders sind nur am ersten Tag zu Glasgow gelandet, für das Klima zu retten. Beim Jeff Bezos ist höchstens verwunderlich, ist er nicht mit dem Raumschiff gekommen. Da der Amazon Bezos, der sich mit anderen Milliardären das Wettrennen geliefert hat mit dem Virgin Branson und dem Tesla Musk. Welle änder, welle schneller, welle länger. Bei einem weiches Bubenzeug, schnäppi Vergleich. Geht uns zum Glück alles nicht. Ah. Beim Weltuntergang hat die Schweiz nur Beobachterstatus. Ganz neutral, CO2-neutral, solange wir eine Erderwärmung der dunklen Mächte schon geben, Russen, den Saudis und den Chinesen. Solange kann unsere Regierung schlafen, wenn es um das Klima geht. Kein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen hat unser Bundesrat noch letzten Sommer beschlossen. Das geht uns zu weit, hat Frau Sommaruga gesagt und einen Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative vorgestellt. Weil schliesslich haben wir eine tiptoppe CO2-Bilanz. Hier bei uns. Im Inland. Weil all der Scheiß, den wir aus Asien importieren, und all der Dreck und die Emissionen, die er auf dem Weg daher verursacht, geht uns nichts an. Ein Herr Maurer aus der Schweiz, Ueli, hat das Glasgow-Reklame für unsere Banken gemacht. Unser Land ist einer der grünsten Finanzplätze der Welt. Wie ist das denn auch gegangen mit unseren Grossbanken, die gegen noch in die Kohlekraftwerke in Deutschland investieren und in die Erde und das Fracking in Texas, wo sie alltag giftiges Gas abfackeln? Grüner Finanzplatz. Schön wär's. Sorry, aber der mit dem Klima geht uns eben auch fast gar ein bisschen etwas an. Die Erwärmung weltweit beträgt fangen etwa 1 Grad, in der Schweiz aber schon 2 Grad. Der Strom geht uns aus, hören wir alltag, aber es läuft alles mit Strom. Ist mir wieder ein Senior auf einem E-Bike gekommen. Kommen Sie im Affen, zang der Herr, können wieder bremsen und ausweichen, packen. Obacht! Geht der Frau heim und sagt, er hat ein Velotürchen gemacht, Kabis-Velo, das sind Stromtöpfe, Atomvelo sind das. Gell, die haben ja das Gefühl, wenn sie mit dem Tesla ins Shoppingcenter fahren, haben sie schon den Planeten gerettet. Wie wenn bei der Elektrizität nicht auch CO2 freigesetzt wird? Schneekanonen laufen mit Strom, die Laubbläser. Tetrotti, da die Idiotinette, die überall das rumgammeln. Den Brudis, die damit das rumfräsen hat, ein bisschen Bewegung, gut. Und falls sie dann merken, dass sie zu face sind, fahren sie mit dem E-Scooter ins Fitnesscenter und säckeln auf dem Laufband Strom betrieben. Der Flughafen baut Moos, will neu auf die E-Flugzeuge setzen. Alles läuft mit Strom, hör mir auf mit Strom. Was, hast du jetzt nur mit das Licht gelöscht? Ja, das braucht auch Strom, aber ehrlich gesagt können wir hier... Ich meine, ja, das Programm lebt nicht von den visuellen Reizen, das ist mir schon klar, aber... Jetzt für einen Film ist es vielleicht super, oder wäre es euch lieber, wenn wir im Fenster... Also, machen wir blinde Kuh? Ich wäre dann das blinde Kalb. Nein, ich glaube, Alina muss wieder ein bisschen Licht machen, es ist...
musst ein bisschen dafür haben, im Fall nachhaltige Jeans. Ja, Greenwashing in eigener Sache machen alle. Oder wenn du mit der Frau für ein verlängertes Wochenende auf Porto gehst, also gehst. Zahlst Ablass für den Flug beim iClimate. Du musst dann nicht posten, dass die Hurtig schwingt. Auf Porto seid. Die nächste Velotour postest du wieder auf einem weissen Stein. Das macht sich gut. Also ich esse kein Fleisch mehr, sagt der André. Und ich tue alu recyceln, sagt Frau Bangerter. Der René trinkt Hafermilch. Ich kaufe nur noch Bio-Gemüse, sagt der Herr Graf. Und ich brauche im Hotel gegen 4 Tage lang das gleiche Tüchli, sagt der Benz Friedli. Und ich habe mir vegane Turnschuhe gekauft. Wie wenn das lenkt, das Konsumverhalten ein bisschen anzupassen und gleich weiter zu konsumieren, im Tiefusohr ab. Zalando hier, Galaxus dort, das lenkt. Nein! Die NZZ am Sonntag hat mich zwar trösten, wie umweltfreundlicher Konsum ohne Verzicht gehen kann. Himmel, Heiland, es geht nicht ohne Verzicht. Wir müssen ein bisschen umdenken. Wir müssen einsehen, dass umweltverträgliche Autofahren bedeutet, nicht Auto zu fahren. Es ist nie sinnvoll, 2,5 Tonnen Stahl zu bewegen, für das drin ein Mensch mit dem Einkaufssack vom Globus Delicatessa das rumkutschiert. Das werden die von Muri. Wir müssen ein bisschen umdenken. Wenn wir nur ein bisschen umdenken, sind wir wahrscheinlich ging noch am Umdenken, wenn die Welt untergeht. Nein, es muss ein bisschen wehtun. Wir müssen einsehen, dass klimaschonend fliegen bedeutet, nicht zu fliegen. Und die grünste Reise ist die, die du nicht machst. Ja, kannst du derweil Netflix schauen. Daheim auf dem Sofa. Irgendeinen schönen Film aus einem fremden Land. Nur ja, für sich ist das Klima noch gut mal. Die Videos im Web, die Rechenzentren, die Server, die Kühlsysteme, das Streamen, Schatterumwelt. Und noch schlimmer, es gibt Fernweh. Und gell, du kannst dir ja Mühe geben, aber wenn du jetzt im Laden alles klein druckst, willst du lesen, dann stehst du ja nicht den ganzen Tag im Laden, weil es ist so kompliziert. Ein Öpfel aus Südafrika hat danach die bessere Ökobilanz als einer aus der Schweiz aus dem Kühlhaus. Ein Benzinauto ist danach umweltfreundlicher als so eine E-Bütte wegen der Lithiumbatterie, halbe Tonne schwer. Solarstrom hat der Schweiz die schlechtere Bilanz als... Das ist kompliziert. Aber du, vielleicht geht ja gar nicht die Welt unter. Sondern einfach nur die Menschheit.